Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Civ 4-Tutorial. Ich bin Puck und das heutige Thema ist Religion, heilige Schreine, Auswirkungen auf die Diplomatie und alles Artverwandte, wenn man so möchte. Also im Endeffekt das Thema heute Religion. Gut, fangen wir einfach mal kurz an damit. Dazu habe ich hier eine kleine Karte vorbereitet, wirklich nur minimal, um eben die wichtigsten Sachen vorzubereiten. In Civilization 4 wurden wohl die wichtigsten Religionen, die es auf der Welt gibt, dargestellt, nämlich das Judentum, den Hinduismus, das Christentum, den Islam, Konfuzianismus und Buddhismus. Und der Taoismus ist auch noch dabei, aber den hebe ich mir für gleich auf. Das ist nämlich etwas, was ich euch zeigen möchte. Gut, normalerweise, wie begründet man Religion? Das zeige ich euch einmal ganz simpel. Hier habe ich natürlich schon geschummelt bei meinem kleinen Save, damit ich euch in vorigen Tutorials etwas zeigen konnte. Deswegen, ich habe schon alles erforscht, aber grundsätzlich, derjenige, der als erstes gewisse Technologien erforscht, begründet eine Religion. Das kann man im Technologiebildschirm relativ schön sehen, anhand dieser Symbole hier. Nämlich der kleine goldene Mann mit dem dicken Bauch. Buddhismus, Polytheismus steht für Hinduismus, Monotheismus steht für Judentum, Gesetzgebung steht für Konfuzianismus, Philosophie steht für Taoismus, göttliches Recht für den Islam, genauso wie Theologie für das Christentum. Wie ist es immer schon immer schön, da steht im kleinen Pop-up-Text, erste Entdeckung begründet Christentum. Dieser Bonus gilt natürlich nicht für zweite, dritte, vierte Entdeckung, da hat man gar nichts von. Und in der Hinsicht gibt es noch etwas weiteres zu sagen. Wenn man das begründet, wird eine heilige Stadt ausgewählt bei einem selbst. Das kann man sogar berechnen, da gibt es nämlich zwei Faktoren, die da reinspielen, nämlich einmal Gründungszeitpunkt der Stadt. Ältere Städte werden normalerweise bevorzugt bei der Gründung, beim Aussuchen der Gründung einer Religion. Und die Kartengröße spielt damit rein. Nicht die Kartengröße, die Stadtgröße spielt damit rein. Der User Heimlich hat da im Civ-Forum eine sehr schöne Liste gemacht, eine Tabelle, anhand dessen man das gut ablesen kann. Und so könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr wirklich Spaß und Freude habt, auch ein Spiel machen, wo ihr alle Religionen oder vier oder fünf Religionen in einer Stadt begründet. Ihr müsst dann wirklich nur sehr konsequent dafür sorgen, dass die Städte eine gewisse Größe haben, so dass dann halt eine Stadt besonders bevorzugt wird in dem Zusammenhang. Gut, das ist aber wieder schon wieder sehr speziell, das lasse ich einfach mal jetzt auch fallen, das Thema. Gut, nachdem wir auch das Gründen von Religionen gezeigt hatten oder erläutert hatten, kommen wir noch zu dem Punkt Diplomatie. Das könnt ihr euch merken. Der wichtigste Punkt in der Diplomatie, finde ich persönlich, zumindest in der frühen Diplomatie bis zum Mittelalter, ist definitiv die Religion. Weil wenn man mit seinem Nachbarn eine Religion hat, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er einen angreift. Natürlich gibt es auch arme Irre wie Monte und wie Chaka, die auch daran nicht unbedingt stören. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt größer, dass sie einen anderen angreifen, der nicht diese Religion hat, sofern er in Reichweite ist für sie. Zum Beispiel Astronomiegegner können sie natürlich nicht angreifen ohne Galeonen in dem Fall. Aber das nur nebenbei. Das heißt, mit der gleichen Religion könnt ihr euch natürlich langfristig diplomatische Ruhe sichern. Dazu vielleicht noch ein paar Truppen und dann seid ihr relativ safe, solange wie ihr halt bildern wollt. Aber jetzt kommen wir auch mal zu den Nebenpunkten, die noch dazugehören, zu Religion. Ich habe wieder geschummelt, das kennt ihr ja inzwischen von mir. Ich bin ja ein ganz böser Bube. Und zwar habe ich verschiedene Städte vorbereitet. Natürlich hier, wie bei den Kapitalgesellschaften, kann man es auch erkennen am kleinen Stadt-Icon hier mit dem Symbol, in dem Fall Judentum in der Stadt. Und das Stern signalisiert heilige Stadt des Judentums. Das gleiche auch hier mit Islam, fortfolgend
natürlich habe ich für jede Stadt sowas, für jede Religion so eine Stadt angelegt, bis auf Taoismus, dazu komme ich gleich noch. Wenn ihr Informationen zur Religion haben wollt, gibt es hier oben auch einen F7-Berater. Einfach mal draufklicken oder F7 drücken, dann werdet ihr die Religion sehen und wo sie begründet wurde. Natürlich nur, wenn ihr auch wisst, wo sie begründet wurde. Wenn das irgendein Gegner auf einem anderen Kontinent ist und ihr spielt auf einer Kontinentskarte, dann könnt ihr es natürlich nicht wissen, bevor ihr nicht den Gegner kennengelernt habt, schräg die Stadt gefunden habt. Gut. Ansonsten kann man auch noch sehen, wo die heilige Stadt ist, das heißt namentlich. Man kann sehen, wie viele Städte man selbst hat. 7 habe ich derzeit. Und auch in wie vielen Städten das verbreitet ist, jeweils in einer derzeit. Man kann auch sehen, wie viele Tempel und Klöster gebaut sind, was wichtig ist für Boni, die man absahnen kann. Denn es gibt Weltwunder, die darauf aufbauen, dass man eine Staatsreligion hat. Nämlich, dazu komme ich jetzt einfach mal ganz schnell. Gehe ich in die Zivilopädie, um euch das schnell zu zeigen. Einerseits, ich gehe mal ein Stück von oben runter, eine Sekunde bitte, nimmt mich übel, dass jetzt eine Sekunde dauert. Es dauert noch mehr. Da haben wir es doch, das erste. Die Sankoro-Universität. Die Sankoro-Universität bietet plus 2 Forschungspunkte für alle religiösen Gebäude des Judentums, da wir derzeit jüdisch sind. Das war die erste Stadt, die ich erstellt habe, deswegen sind wir jüdisch. Wobei, dazu muss ich auch noch kommen, man ist nicht daran gebunden, aber das komme ich noch. Dazu komme ich, wie gesagt, noch. Gut, dadurch kann man quasi Klöster, Tempel und auch die großen heiligen Kathedralen mit jeweils plus 2 Forschung verbessern. Als nächstes gibt es noch die Sixtinische Kapelle. Plus 5 Kultur durch alle religiösen Einrichtungen des Glaubens Judentum. Dann gibt es das Spiralminarett, das gibt plus 2 Kommerz durch alle Klöster, Tempel etc. vom Judentum. Und als letztes gibt es noch ganz oben, das hatte ich ganz vergessen, weil es nicht direkt drin steht, den Apostolischen Palast. Der Apostolische Palast ist ähnlich wie die Vereinten Nationen, hatte ich auch schon mal erläutert, im Thema Weltwunder, denke ich mal. Hierfür bekommt man, was hier nicht extra steht, plus 2 Hämmer für alle Tempel, Klöster, heiligen Gebäude vom Judentum. Das bedeutet, man kann hier einen Tempel, einen stinknormalen Tempel, jüdischen Tempel in diesem Fall, zu einem Gebäude machen, was nicht nur Happiness gibt, sondern es gibt auch noch extra 2 Forschung, 2 Hämmer, 2 Kommerz und 5 Kultur, wenn man diese Weltwunder bekommt. Das ist wirklich schon mal eine sehr nette Sache. Übrigens etwas, was ihr auch noch wissen solltet, Apostolischen Palast müsst ihr nicht mal bekommen, sondern Apostolischer Palast, dieser Bonus mit den 2 Hämmern pro Gebäude, zählt auch, wenn jemand anderes das baut. Aber wie gesagt, es wirkt dann immer nur auf die jeweiligen religiösen Gebäude. Wenn der Gegner zum Beispiel Christ ist und ihr Jude, und er hat den Apostolischen Palast gebaut, was ja irgendwie passt als Christ nebenbei, dann bekommen trotzdem nur die christlichen Tempel bei euch den Boni, sofern ihr die Religion habt. Die jüdischen bleiben komplett unbonifiziert. Gut. Das nur mal nebenbei. Dann kommen wir mal kurz zu dem Punkt. Ich gehe mal kurz rein in die Stadt Delhi. Man bekommt nämlich extra noch einen Bonus, plus 5 durch Glauben. Jede heilige Stadt bekommt initial standardmäßig plus 5 Kulturpunkte. Gut. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, dass man mit großen Persönlichkeiten, in diesem Fall großen Propheten, kann man religiöse Gebäude bauen. Das zeige ich euch einmal hier. Wenn ihr sie habt, könnt ihr zum Beispiel einfach auch die Möglichkeit haben, heiliges Gebäude bauen. Zack. Nicht wundern, die Missionare waren standardmäßig vorher da. Die sind jetzt nicht dadurch gekommen. Aber dadurch habe ich die Geburtskirche gebaut. Und die Geburtskirche hat einen Vorteil, nämlich man bekommt mit jeder Stadt, die diese Religion hat, den Bonus
plus 1 Kommerz. Man bekommt einen Verbreitungsbonus aufs Christentum. Das heißt, der Modifikator im Code ist ein bisschen höher, dass sich die Religion ausbreitet. Und man kann 3 Bürger zu Priestern ausbilden. Übrigens, kommen wir nochmal kurz zu dem Punkt, wie sich Religionen ausbreiten. Religionen breiten sich normalerweise auf 2 Methoden aus. Einmal durch Handelswege, das sieht man hier an diesem wunderschönen Symbol. Das heißt, sobald ihr Handelswege zu irgendeiner anderen Stadt habt, offene Grenzen, zu anderen Nachbarn vielleicht, zu einer Stadt, die Religionen haben, besteht eine gewisse Prozentchance, dass diese Religion zu euch rüberschwappt. Das kann man natürlich dem Zufall überlassen. Aber man kann das natürlich dann auch direkt übersteuern, wenn man bei Stadtgründung schon einen Missionar vor Ort hat. Gut. Wichtig, ihr könnt das nicht steuern, was standardmäßig als Religion rüberschwappt. Das heißt, selbst wenn eure Staatsreligion Christentum ist, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass ihr Judentum kriegt oder Buddhismus, wenn denn eine Stadt Handelswege hat zu, also diese Stadt Handelswege hat zu einer anderen Stadt, die diese Religion in sich trägt. Gut. Dann kommen wir nochmal weiter. Ich mache einfach mal munter die Runde, damit ihr die Gebäude mal kennengelernt habt. Die Geburtskirche eben, denke ich mal, kennt man. Die Masjid al-Aram ist auch ein relativ bekanntes Gebäude, wenn man so möchte. Zumindest finde ich persönlich, dass man es kennen kann. Dann gibt es den Kong Miao für den Konfuzianismus. Den Mahabodhi für die Buddhisten. Ach nee, dort hatte ich ja schon. Hatte ich ja schon gebaut anscheinend. Und hier noch den Kashi Vishwanath. Für die Barfußgänger. Meine ich nicht abwertend. Gandhi, ich mag Gandhi wirklich sehr. Den guten Hinduisten, wenn man so möchte. So, jetzt habe ich natürlich auch überall, wenn ich mal durchgehe, könnt ihr sehen, die Wirkung von, also außer jetzt in der Mittelstadt, wo nichts ist, die Wirkung ist dieselbe, jeweils hier plus 1 von den Kommerz von den Städten. Gut. Als nächstes möchte ich euch mal zeigen, wie man eine Religion begründet, wie das aussieht. Normalerweise wird man, wie gesagt, als erstes die Technologie erforschen, in diesem Fall Philosophie für den Taoismus. Ich helfe jetzt mal gerade nach. Dann kommt nämlich dieser wunderschöne Bildschirm, wie gesagt, normalerweise nach der Erforschung Technologie. Der sieht für jede Religion natürlich angepasst aus. Sehr schön. Und leider ist es jetzt nicht die heilige Stadt, weil wir geschummelt haben mit Missionaren. Aber ansonsten könnte ich jetzt hier natürlich auch den taoistischen Tempel bauen. Den Kong Miao. Nicht zu verwechseln mit dem Dai Miao, wie gesagt. So, was ich euch jetzt zeigen möchte ist, die erste Religion hat immer eine Verbreitungschance von 100%. Deswegen... Oder was ich noch sagen möchte, jede Religion, also ich habe ja gesagt, Religionen können auch über Handelswege übertragen werden. Das klappt immer nur initial. Nur eine Religion kann jeweils über Handelswege übertragen werden. Alles Weitere muss künstlich gemacht werden. Via Missionare. Missionare kann man bauen, ab dem man Kloster hat in einer Stadt oder Monotheismus erforscht hat und organisierte Religion eingeführt hat. Dazu komme ich aber gleich noch zu den Staatsformen. Wobei, das machen wir am besten jetzt einmal kurz, haben wir es hinter uns. Die religiösen Staatsformen sind relativ simpel, nämlich ganz rechts angeordnet, Glaube. Es gibt die organisierte Religion, hohe Kosten, Missionare ohne Klöster baubar, plus 25% Baurate von Gebäuden. Auch Wunder übrigens. Jeweils natürlich nur der Staatsreligion. In diesem Fall ist es das Judentum. Die Theokratie gibt mehr Erfahrungspunkte auf Einheiten, Judentum wieder, und keine Verbreitung von Nichtstaatsreligionen, auch nicht über Handelswege und nicht über Missionare. Das heißt, damit könnt ihr definitiv steuern, welche Religionen in eurem Land vorhanden sind. Eigentlich hauptsächlich interessant, wenn man eine Religion, wenn man eine Spionagewirtschaft gegen sich hat.
Pazifismus. Pazifismus, keine Staatsformkosten, sehr schön. Plus 100% Geburtenrate durch Judentum. Und plus 1 Militär, Kosten pro Militäreinheit. Das ist schon schweineteuer mit der Zeit. Und die letzte ist die Religionsfreiheit. Dadurch hat man keine Religion. Man bekommt pro 1 Happiness für Nichtstaatsreligion, also für jede andere Religion, die man hat, jede Religion, die man in der Stadt hat, und man bekommt standardmäßig plus 10% Forschung. Wie gesagt, entweder könnt ihr Klöster in den Städten richten, dann könnt ihr Missionare bauen, oder ihr übernehmt, wie ich jetzt mal gerade simuliere, die organisierte Religion. Ne, kann ich gerade gar nicht machen, weil... Verdammt, noch eine Wartezeit gilt, weil ich... Was? Ich habe die Religionsfreiheit angenommen. Verdammt. Verklickt. Mein Fehler, mea culpa. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie man jetzt Missionare bauen kann. Wie gesagt, normalerweise müsst ihr Klöster errichten und dann könnt ihr Missionare bauen. Klack. Hier habe ich jetzt natürlich geschummelt, habe mir welche gegeben. Und jetzt möchte ich euch einen weiteren Punkt zeigen, nämlich, dass man nicht 100% hat auf die Verbreitung weiterer Religionen. Hier hatte ich jetzt gerade Glück. Beim ersten Versuch hat es geklappt. Jetzt nehmen wir mal den nächsten, den Islam. Klack, da haben wir es jetzt gesehen. Eurem islamischen Missionar misslang die Verbreitung in Vijayanagara. Mit jeder weiteren Religion, die in einer Stadt dazukommt, sinkt die Wahrscheinlichkeit. Jetzt hat es geklappt beim zweiten Mal und ihr werdet sehen, es wird deprimierender werden. Manchmal hat man Glück, so wie jetzt. Man startet, glaube ich, bei der zweiten Religion mit 87%, bin ich mir nicht ganz sicher. Und das sinkt dann halt immer weiter und je mehr Religionen man in einer Stadt verbreiten will. Das seht ihr gerade, wieder Pech gehabt. Jetzt hat es geklappt. Und auf Anhieb hat es geklappt. So, was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, wenn man jetzt reingeht, werdet ihr auch sehen, dass man zum Beispiel... Habe ich den jetzt nicht hier... Habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte hier jetzt das Gebäude gebaut, also den Salomons Tempel. Na gut. Hier steht auf jeden Fall der Kashi Vishwanath. Und wie ihr sehen konntet, habe ich auch hier jetzt statt 1 Gold pro Runde 2 Gold pro Runde, weil ich noch in der zweiten Stadt die Religion verbreitet habe. Buddhismus habe ich anscheinend noch nicht verbreitet, deswegen noch bei 1 Gold. Und hier 2, wie ihr sehen konntet. Sehr schön. Versuchen wir jetzt nochmal hier hinterher zu sorgen. Zack. Jetzt müsste auch hier 2 sein. Genau. Und wir gehen noch einmal hier rein. Dann könnt ihr nämlich auch sehen, wie sich die Happiness auswirkt. Plus 7 Happiness. Unser Glaube gibt uns Zufriedenheit durch Religionsfreiheit. Ansonsten könnt ihr es auch hier oben sehen, was das für Religion jeweils gibt in der Stadt. Gut. Ansonsten, wie gesagt, F7 ist der Diplomatiebildschirm und im Moment sind wir laizistisch, weil wir auch religionsfrei sind, das heißt, wir haben keine Religion. Aber man könnte jetzt rein theoretisch, wenn wir jetzt keine 5 Runden Sperrzeit hätten, zum Hinduismus wechseln, zum Beispiel, oder zum Judentum. Dann wird hier unten noch das Feld Revolution stehen und dann, oder wechseln. Da muss man da draufklicken, klick, und dann werden wir auf einmal Islam-Freunde, Judenfreunde oder Christenfreunde. Gut. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch hier sehen, wie sich die verschiedenen Religionen auf die Städte verteilen, welchen Bonus man wo kriegt, etc. pp. Wichtig, ihr könnt alle 5 Runden wechseln, die Religion. Wenn ihr spirituell seid, ist das sogar relativ nützlich. Gerade bei diplomatischen Sachen, wenn ihr aufgefordert werdet, von den Gegnern zu konvertieren, dann könnt ihr das einfach tun, um eben die Gegner zufriedenzustellen und euch dem Gegner vom Leib zu halten. So. Das soll es aber auch schon gewesen sein zu diesem Thema. Ich denke, ich habe euch die wichtigsten Punkte erläutern können. Wie begründe ich eine Religion? Welche Wirkung hat diese Religion in meinem Land? Happiness-mäßig. Was kann ich da noch mit Weltwundern rausholen? An Push-Effekten, wie zum Beispiel mehr Hämmer, mehr Forschung oder Kultur. Welche Staatsformen sind davon betroffen?
und auch, wie man das Ganze diplomatisch für sich nutzen kann. Zum Absichern von seinem eigenen friedlichen Bildern oder auch zum Schmieden von Allianzen, indem man wirklich ganz, ganz hohe Boni sammelt. Denn eine Sache noch, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, gerade in der Diplomatie, je länger man dieselbe Religion hat wie jemand anderes, desto höher ist der Bonus, den man bekommt auf diese jeweilige Beziehung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube auf Englisch heißt es irgendwie sowas wie we are friends with our brothers in faith oder so. Auf jeden Fall, je länger ihr dieselbe Religion habt wie Nachbar, desto besser die Beziehung. Relativ logisch. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob das irgendwo auskappt. Ich glaube bei 8 oder 9. Je nachdem, wie lange man dieselbe Religion halt hat. Gut. Das soll es aber auch gewesen sein zu dem Thema. Soll ja nur ein Tutorial sein und kein hundertprozentiger Guide. Falls ihr noch Fragen habt zu dem Thema, könnt ihr natürlich im Forum oder auf YouTube schreiben. Und ich versuche das dann so schnell wie möglich zu beantworten. Ich wünsche euch noch einen schönen Restdienstag und man sieht sich nächste Woche. Bis denn!